Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Vlog. Freunde, hier New Balance, schwarze Hose, keine Ahnung welche Marke. Auf jeden Fall haben die mir diesen Hoodie zugeschickt, feiere ich sehr. Und noch ein T-Shirt, werde ich euch aber noch irgendwann in den nächsten Wochen zeigen. Und jetzt fahren wir in die Stadt, schauen mal, wie bei Lukas die Diät läuft. Wir werden ein paar Freunde besuchen, die haben einen Pop-Up-Store und ihr wisst jetzt eigentlich gar nicht wirklich, was passiert, oder? Das ist richtig. U-Bahn ist auf jeden Fall da, dicker Kuss geht an euch alle raus, dass ihr die Videos so klickt, liked, kommentiert. Ich bin, ich liebe euch. When I go to the road, I keep saying take a sip on it, take a trip on it. When I go, you can go slow. Auf jeden Fall habe ich ausgemacht, dass ich mich mit Lukas gleich treffe. Um 45, wir haben es jetzt so 38, 39. Schauen wir mal, wer pünktlicher ist und wer zuerst da ist. Mittlerweile 5 Minuten Verspätung. Ab 10 Minuten werde ich so machen, dass vielleicht seine Adresse liegt auf YouTube. Gute Idee eigentlich, oder? Was sagt ihr? 20 Minuten später. Sind wir wieder pünktlich. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe eigentlich angedroht, ab 10 Minuten, dass deine Adresse auf YouTube liegt. Wie läuft aber die Diät? Orgmeier. Ist halt so, Leute. Du weißt, ich habe gewonnen, oder? Nein. Okay. Ich habe gestern einen ganzen Tag nichts gegessen. Aber davor, die Nacht davor, was ist da? Wie viel hast du da getrunken? Das setzt sich ja auch an, oder nicht? Naja, wenn du... Also... Wir tanzen ja auch viel, deswegen dementsprechend, wir schreien viel rum. Jedes Mal Bitterballen verbraucht 50 Kalorien, Alter. Bitterballen. Herzlich willkommen, Schwedenplatz. Wir waren Stockholm, jetzt sind wir Schwedenplatz. Schöne Läden. Alter, Wien ist heute echt belebt, oder? Ja, ja, ich weiß auch nicht wieso. Ich bin heute durch die Stadt gegangen, überall Menschen. Das ist so... Wetter ist gut. Hat was von... Paris, dieser eine Tag, wo die Stadt schon so am Nachmittag ja. zum Brummen hat. Auch das gleiche Wetter. Aber es sind auch Paraden, Demonstrationen irgendwie. Ach so. Auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt ungefähr 4-5 Wochen hier. Ich bin sehr glücklich. Sehr schöne Stadt. Super Menschen, bis jetzt auch noch gar keine Probleme gehabt. Mich haben auch öfters Leute gefragt, so, Wien ist ein bisschen, wisst selber, als Ausländer. Also ich hatte bis jetzt hier noch nicht ein Problem. Das Gute ist, ich weiß an Lukas seinem Gesicht, dass wenn er sich nicht ganz genau auskennt, dass wir so jetzt erstmal ein bisschen durch die Stadt laufen. Seit 3 Minuten weiß er nicht mehr genau, wo wir hingehen. Ah, wir sind weiter weg, als ich dachte. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Okay. Kurz zur Aufklärung, wo wir hingehen. Es ist doch kein Pop-Up-Store. Ich glaube, ich habe Pop-Up-Store gesagt. Es ist Boobs Jewelry. Falls das jemand von euch abchecken will, ist es eh unten alles verlinkt. Die Ladies unter euch. Genau, ist nur für die Ladies, gell? Ich glaube schon, ja. Genau, aber ich... Das kann man auch vielleicht ändern. Vielleicht. Wird sich auch mal ändern, glaube ich. In Kombination mit Durax-Sachen, die kommen... Genau. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, aber... Und die haben jetzt auf jeden Fall, er hat mit seiner Frau oder seine Frau hat eigentlich diesen Store, ich weiß nicht genau. Ja. Und da schauen wir jetzt kurz hin, zeigen euch ein bisschen Ketten, Metten. Ohrringe. Die verkaufen die auch nur echtes Gold und sowas, gell? Ja, echt alles. 12 Sekunden später. Ein Lukas? Er weiß schon wieder nicht wohin. An jeder Kreuzung bleibt er kurz stehen und schaut, wo wir sind. Er ist auch ein Typ, wenn er Navi macht, er geht nicht auf Fußgängermodus, sondern er macht Auto. Automodus. Ich rufe Burak an kurz. Okay. Ich dachte, ich weiß, wo es ist. Heartly welcome, Freunde. Servus, hallo. Wie geht's? Ich grüße Sie. Grüße. Wie geht's? Ich bin die Wichtigste hier. Could you pray my weakness? Satisfying you while I keep bleeding. Ja, Freunde, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein bisschen Zeit verbracht. Erster Tag. Wir sind zufrieden, glücklich. Genau, wer Bock hat, schaut vorbei. Und jetzt geht's zu Five Guys. Ich habe so lange nicht mehr bei Five Guys gegessen, ich habe so Hunger auch. Ein kleiner Burger, ein bisschen die schönen Fries. Mm. Herzlich willkommen bei Five Guys. Wir gehen jetzt rein. Richtig Bock auf Five Guys. Five Guys. We're coming for your burgers. Als wir zusammen bei Five Guys waren, war glaube ich in Miami. Jetzt? Ich habe eher sehr leid. Ich glaube, wir gehen doch woanders hin. Warum? Are you not? Das sind doch nur Five Guys, die da warten. Ist das ein Five Guys oder ein 12 Guys? Suck your mom. Das geht schon. Das ist Fast Food. 6½ hours later. Wir sind immer noch nicht dran, aber da hinten, wir sind fleißig am Burger preparen. So, meine Freunde, die Karte, ihr kennt das eh. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Milchshake will, aber Fries gibt's. Ich habe gerade auch gesehen, man kann jeden Burger ohne Bun bestellen. Auch ziemlich cool. Und dann frage ich den Herrn, wie die Diät läuft. Aber erst dann. Desi bleibt auf jeden Fall unter uns. Wieder
die Diät, aber passt. Wichtiger Punkt. Die Pommes werden aus ganzen Kartoffeln in der offenen Küche von Hand geschnitten und außerdem in Erdnussöl frittiert. Bin ich erwachsen geworden oder nicht? Das hier, dieser Shake, ist Salted Caramel. Den hab ich mir bestellt. Ah. Nächste Stufe, was du lernen musst, ist Al Pastor zu essen. Taco Al Pastor. Na, das wird nichts. Das heißt Fleisch zusammen mit Ananas. Schreibt in die Kommentare. Ich weiß nicht, was ihr reinschreiben sollt. Schreibt einfach Al Pastor für Randy. Salted Caramel, Leute, das ist wirklich eine glatte 10 von 10. Wie läuft die Diät? Absolut beschissen, ja. Problem ist, dieser Five Guys in Wien, es wird das letzte Mal sein, dass wir hierher kommen. Absolut. Weil Wartezeit, absolute Katastrophe. Preis, muss ich auch ehrlich sagen, absolut clean 90 Euro. Ist ein bisschen heavy, ich zeige euch da gleich, was wir alles bestellt haben. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob sich das lohnt, oder? Den Abend hätten wir auf jeden Fall eleganter lösen können für so einen schönen Samstag, ja. Die Pommes. Ja, Nummer 3 ist deiner. Erstmal Grüße gehen raus an David. Herzlich willkommen. Diese Pommesmaschine, muss ich ehrlich sagen. Gerade eben ist jemand rausgegangen aus dem Laden, so voll sauer. So, diesen Laden werde ich einen Stern auf Google geben. Ich würde auch gerne so ein Mensch sein, aber ich nehme mir nie die Zeit für sowas. Ich muss schon nicht irgendwann richtig abpacken. Ja. Dass ich mir die Zeit nehme. Um eine schlechte Google-Bewertung zu schreiben. Vorher mache ich ein Video. Oder Insta-Story. Wenn man reinbeißt, ne? Mhm. Noch was da sagen dazu, oder? Nee. Die wissen eh schon, dass wir sauer sind. Ist gut. Aber die benutzen anderes Brot, glaube ich, oder? Da waren doch nie diese Sesame-Tings drauf. Oh. Echt? Das ist ein bisschen trocken heute. Ja, ich sehe es auch. Der Käse ist auch noch nicht richtig eins und so. Ja, fail heute leider. Tut mir leid. Guck da. Scheiße. Ich schreibe doch eine Bewertung. Was sagst du zum Burger? Gut? Ehrlich, ich habe mir mehr erwartet. Ja. Brot ist auf der Seite trocken. Und ja, Standardburger. Für den Preis gibt es Besseres in Wien. Das stimmt. Das ist wirklich frech. Ich weiß jetzt schon, das ist es nicht. Ich bin auch sauer ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Der Käse hätte so geschmolzen sein müssen mit dieser Folie. Dann ziehst du so auf und dann ist da so ein Spider-Man-Netz und sowas. Mhm. Ist nix. Gar nix. Hersteller. Schuxenlora. Das ist nicht. Dieses untere Band ist sogar wie so ein Cookie-Bau. Ich ja. Das ist es nicht. Wir können den Part hier jetzt kippen. Weil sonst werde ich sehr sauer werden. Oh mein Gott. Five Guys Wien. Suck your mom. Suck your burgers. Your burgers suck. Sehr, sehr, sehr viel später. Also Freunde, ich bin wirklich ein bisschen sehr, sehr hart angefressen, weil ich die Leute auch immer sehr auseinandergenommen habe in den Kommentaren, wenn sie gesagt haben, dass Five Guys nicht gut ist oder sowas. Jetzt muss ich ehrlich mir eingestehen, ich kann es verstehen. Weil wenn man so einen Five Guys erwischt, wie wir erwischt haben, dann ist es eine ganz klare 3 von 10 gewesen heute. Ist wie es ist. Auf jeden Fall geht es jetzt kurz nach Hause. Ich muss mich umziehen, ich habe die falschen Schuhe an, so ich kann nicht mit denen feiern gehen. Und dann war es das auch. Kuss geht rein. Wichtig für euch alle da draußen, der dickste Kuss geht an euch raus. Ich weiß euren Support sehr zu schätzen. We eat in Popcorn. Wie läuft die Diät? Don't you dare, you fat fella.